So, der hat mir das geschrieben, LO3. Und dementsprechend soll es hier jetzt gleich die Resets geben. Da sind sie auch schon. Titels ausgeblendet. Volume 01 gibt es natürlich auch. Und wir sehen Inferno, haben wir heute noch nicht zu sehen, zu Gesicht bekommen. Navi hat die Ehre, hier CT zu starten und Place to Play als T, die hier natürlich wieder weiterhin mit Neo unterwegs sind. Und ich wünsche euch viel Spaß im zweiten Halbfinale. Navi gegen Place to Play. Der Sieger wird dann im Finale auf Fnatic treffen, der Loser mit Anexis sich um den dritten Platz streiten. Uns geht auch um ordentlich Asche. Also das Preisgeld ist doch relativ hoch. So, ich wollte gerade sagen, gibt es einen Model-Bug, aber nein. Navi war schon sehr weit unten. Und Navi wieder unglaublich stark unterwegs in den Pistols. Nehmen dort die Russen komplett auseinander mit ihrem Push in der falschen und holen sich somit die erste Runde. Hier gab es wirklich keinen Kontakt, keine Leiche. Nur Rommschke, der da noch einen Akzent setzen konnte, aber das ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, Frage kommt auch von Atrexe, wie viel der erste Platz bekommt. Ich glaube 9000 Euro. Also schon ein stattliches Preisgeld, muss man sagen. Vor allen Dingen in den Zeiten, wo wir uns gerade befinden. So, relativ erfolgreiche Deagles. Bei der einen Seite Fox noch mitnehmen. Vor allen Dingen Zeus mit 1 HP ein bisschen unlucky, dass er nicht gestorben ist. Boah, er kriegt ihn sogar noch mit seinem MRP, also 2 zu 0 Navi. Deagle Eco, naja, gut, den zweiten hätte man auf jeden Fall noch killen müssen. Aber eine dritte Eco-Runde wird ja auf jeden Fall noch kommen. Bin auch auf die Maps ein bisschen gespannt. Ob wir vielleicht nochmal Tuscan dann sehen. Oder auf Nuke würde ich mich sehr freuen. Vor allem in der Konstellation her. Gerade Neo auf Nuke immer einfach eine Bank. Navi hier zeigt den Russen zumindest schon mal, wo ihr der Hammer hängt. Und der hängt ziemlich hoch. Und jetzt geht's in die erste Equipped Round. Und die Frage nach einer AWP beantwortet sich gleich. Noch, doch, Fox hat eine. Okay, krass. Navi sehe ich jetzt keine. Starwix scheint da noch M4 zu haben. Boah, sehr gute Flash gegen Fox. Da Glück, ein bisschen Glück, dass er nicht gestorben ist. Rechtzeitig sich weggezogen. So, ansonsten sehen wir das hier schon im Döner. Hört die Banks da am Spot. Markluff wird es allein gelassen. Starix hat doch die AWP. Rippen werden gerade eingenommen. Ah, oh, sehr schön geschoben von Place to Play jetzt. Der B-Spot wäre komplett frei. Boah, sie lassen sich Zeit, aber das müsste noch reichen. Boah, die Smokes müssten langsam mal kommen. Boah, er kommt sogar noch zum Gegenflächen. Jetzt muss da eine Smoke kommen, sonst wird das ganz gefährlich. Boah, gut, dass Overdrive dann noch einen Frag setzt. Sehr schön. Also, das war vom Timing wirklich exzellent gerade. Schöner Headshot von Neo. Also, wenn das Overdrive den Frag gemacht hat, war super wichtig. Damit der CT kurz unaufmerksam wollte schieben. Und Place to Play hat die Fricks bekommen. Sehr, sehr gut gespielt. Schade, dass ich gesehen habe, wie Markloff gestorben ist. Hatte ich auch gar nicht so richtig realisiert, dass der Spot frei war. Oh, geiles Movement von Edward. Hat er eigentlich eine. Ja, hat seine M4 noch. Ist nicht an die Arbe gekommen. M5 würde ich sagen. Ja, gutes Held. Ex-M5 überlebt hier mit zwei Spielern. Ganz wichtig, die AWP behält man.
Aber Navi dürfte soweit eigentlich noch mal kaufen können. Sie wurde die Halteverviewer mit den Stream-Zuschauern verwechselt. Ne, unten rechts sind natürlich die Halteverspecs. So ein bisschen Damage-Aufbau von den Russen. Starix konnte sich echt noch eine Arbe leisten. Der CB deckt. Kommt echt zum Duell. Und schöne Pose von Starix. Haben wir, glaube ich, gestern von Nugi auch gesehen. Halt als CT. So, aber Rippen einfach zu krass gedeckt von Navi. Zeus mit schönen Frags. Ziehen sie jetzt auch gut auf den Sandkasten zurück. Halten es da zu zweit. Raumschicke und Overdrive vor einer Mammutaufgabe. Hä, es wäre eigentlich die beste Wahl jetzt. Ganz wichtig von Overdrive, das Duell gegen Markloff jetzt. Oh, er macht zwar relativ viel Schaden, aber der Frack sitzt nicht. Und jetzt über Action ist eigentlich der falsche Weg. Aber man hat nur noch 25 Sekunden. Sehr gute Gegenflash. Boah, gute Shots von den beiden Russen. Aber Overdrive kann das dann auch nicht mehr richten. 4 zu 1, sehr starke Verteidigung von Zeus, vor allen Dingen oben Mitte. Und ich kann mir vorstellen, dass die Russen das in Zukunft vermeiden werden, das hinzugehen. Oder halt mit mehr Flashes das einnehmen. Oder halt den Weg woanders suchen, die Lücke. Schade, also schon direkt wieder die nächste Eco. Boah, Markloff richtig blind. Aber guter Support von Senja. Boah, wie blind Markloff da einfach ist. Boah, das war mal knapp. Ist da jetzt noch einer gefallen oder nicht? Nee. Das war richtig knapp. Aber ist ja alles nochmal gut gegangen. Fox diesmal keine M4. Sehr schön, dass hier mit dem First Track Mitte oben und sie wissen auch, dass Döner offensiv ist. Markloff direkt wieder am Schieben. So, da gibt es auch die Silent Flash Mitte hoch. Aber kleines Doppel da. Oh, schönes Timing mit der Flash. Sauber, schöne 2K von Edward. Auch wenn die Flash ein bisschen besser hätte fliegen können. Die war flog ein bisschen zu lang. Markloff macht da auch keinen mehr und macht auch keinen richtigen Schaden mehr. Und Starix hat nur die Arme. Switch der VK hat zwar das Kit, aber der Pick dürfte fast schon gehört worden sein. Je nachdem, wie gut der Sound ist. Boah, schönes Aiming. Auch schönes Doppel, gut rumgezogen von Overdrive. Nett abgelenkt da von dem Action-Spieler. 5 zu 2, sehr gut, dass hier Play-to-Play sich nicht unterkriegen lässt. Und man hat es gesehen, die haben sich auf die Mitte schon ein bisschen eingestellt, haben das ein bisschen anders eingenommen. Wobei, wenn Edward eher die Flash dort kriegt, dann sieht das ganz, ganz böse aus. Also vielleicht auch ein bisschen glücklich die Runde. Boah, und Fox gewinnt das passende AWP-Duell. Ganz kurz gucken, jo, das war eine Aare. Boah, wie krass schnell die Russen hier einfach spielen und der Aspot komplett aufgeräumt. Nur noch Markloff und Senja und die entscheiden sich direkt zu safen. So, Fox sieht auch safe nach, holt die Bombe, wird... Also es wird jetzt noch sehr lange dauern, bis die Bombe gelegt wird. Aber sie werden, denke ich mal, auf Jagd gehen. Werden dann nochmal alles checken. Und Romschke wird wohl als erstes auf die
Cities treffen und es leckt übrigens gerade schon wieder ein bisschen der LTV. Natürlich nicht so gut. So, spätestens jetzt die anderen auch unterwegs. Aber von der Zeit her wird das nicht mehr reichen. Dossier könnte vielleicht noch einen kriegen, aber Cities stehen so def. Die beiden Waffen werden sie wohl durchkriegen. Aber dennoch schöne Runden, schöne T-Runden bisher von Place to Play. Aber Navi einfach zu gutes Geld, zu gutes Money Management. Einfach super wichtig, super, ja, super wichtig einfach, dass sie da die Waffen durchkriegen immer. Und nicht dann noch dumm sterben. Nette frühe Banks schon. In die Banane. Oh, und man spielt jetzt erstmal ein bisschen was anderes. Direkt den B-Contact. Mitte wird ein bisschen angegangen. Von Neo allein. Der da ein bisschen stresst. Und vor Besen hat es aber schon drei Stück. Boah. Das hier, also da gab es auf jeden Fall eine Flash. Aber Fox hat gut aufgepasst unten. Wahrscheinlich am Gore. Und der Go kommt. Was kann Sender noch ausrichten? Nimmt den ersten. Boah, hey, ihr müsst verwurf, er ist noch blind. Der Hälfte verleckt schon ein bisschen ab, hatte ich gerade. Aber das legt sich noch. Schöne Flash, aber Senja macht nur den Headshot durch die Wand. Kassidia, ey. Sehr schöne Gegenflash über Bande. Und den Retail können sie eigentlich schon vergessen. Spätestens jetzt. Boah. Fox einfach unglaublich stark gerade. Da ist es die vierte Runde, die Anschlussrunde. Und was für eine Map gerade von Place to Play. Packen hier richtig geile Sachen aus. Richtig gute Goes. Neo wurde da, also sehr gut, dass man da Neo auch dir das machen lässt. Damit der Rest einfach besser kommunizieren kann dort. Aber dennoch, sehr schön, was sie sich für Taktiken ausgedacht haben. Klappt bisher super. Und Navi das erste Mal am Sparen. So, Raumschiff Overdrive. Also vielleicht macht dort Overdrive mal das Spiel seines Lebens. Wäre sehr wichtig, dass er auch ein bisschen am Spiel teilnimmt. Aber ich denke, vor allen Dingen als City muss er ein bisschen glänzen. Navi hat wieder Geld. Und Starix auch wieder AWP. Wird da wohl Hausdecken? Okay, hab schon gedacht, dass sie falsch mit reingehen, aber nur in Mitte gesmoked. HEs haben schon gut Damage an Fox gemacht. B spielen sie defensiv, könnten dann wahrscheinlich irgendwann mal verzögert einnehmen, aber bisher doch eine sehr defensive Aufstellung von Navi. So, Senja im Gang. Schöner weiter Strafe und deckt er nochmal an. Boah, sehr gut, also ein bisschen fahrlässig von Starix. Damit muss er rechnen, dass er dort nochmal abgeamt wird. Und Zeus nutzt gut die Smoke und gewinnt das Duell gegen Neo. Also perfekt gespielt von Zeus. Senja auch zur Stelle. Und mal schauen, ob Place to Play das verstanden hat oder gemerkt hat, dass Senja da schon geschoben ist.
Sie spielen es wirklich, sie ziehen es durch. Oh, beide auf Spot. Das ist natürlich gefährlich, wenn da kein CD im Sandkasten ist. Navi hat zwar die Überzahl. Drei Navi-Spieler jetzt schon am Spot. Boah, wie lange braucht denn. Wie lange braucht der Typ da denn bitte an der Säule? Aber Edward ist noch auf Spot und mit dem resten sie nicht. Bombe somit down. 2 gegen 2. Boah, schöne Runde von Edward einfach. Boah, aber Overdrive von hinten. Nein! Da stand Edward sogar fast hinter ihm. Aber er muss sprayen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber was eine Runde, ey. Super geschoben von Navi. Hätte mir aber gewünscht, dass die Russen da nochmal wegschieben und zum Kleinen gehen. Oder einfach nochmal komplett über Hastes aufziehen, so wie es Overdrive am Ende gemacht hat. Allerdings ist halt viel zu spät gekommen. Dennoch Edward halt wieder unglaublich stark. Zeus ja auch hervorragend gerade in dem Spiel. Gut, sie da Banane entnehmen. Oh Mann. Oh, sau stark für Makelov. Ui, beide verschießen. Boah, unglaublich gute Runde von Makelov. Aber sehr gut. Neo einfach schon Hass da. Und Edward jetzt unter Problemen am großen Sand. Ist da allein. Oh, Neo geht nochmal auf Duell in der... Ah, schade. Neo ist nochmal auf Duell im Bogen gegangen. Jetzt sind sie wieder komplett aufgesplittet. Scheint, dass die Bombe dort ist. Also wenn man da Spot einfach splittet, dann hat Edward dort keine Chance, wenn man das gut timet. Kann er da eigentlich fast keinen mehr machen. So, und auch jetzt Overdrive komplett in die Zange genommen, hat er keine Chance. Kommt auch viel zu spät, verstehe ich aber auch nicht, warum er da jetzt schon allein rausgeht und nicht auf Dossier wartet. Wenn er jetzt zum Beispiel irgendwas mit zusammen machen würde mit Dossier, holt man die Runde vielleicht noch. Boah, das Gelegge nervt schon ein bisschen. So, Posi jetzt auch bekannt. Oh, Edward finde ich sogar, Senja wäre dann eh auf Timing umgezogen. Also, Navi legt hier weiter zu. Place to play, hat aber noch Geld. So, wird schnell Gang von Dossier eingenommen. Boah! Sehr gut. Schöner Headshot von Edward. Boah, aber Dossier räumt im Gang auf. Ich wollte eigentlich zu ihm gehen, aber es hat zu lange gedauert, als zu switchen. So, jetzt würde ich mich mal wünschen, dass man schneller den Go durchzieht. So, Dossier, okay, hat auf die Fläche gewartet, also man spielt es doch noch ein bisschen kontrollierter. Jetzt dürfen sie aber keinen leichten Frag mehr abgeben. Da fehlen auch ein bisschen die Smokes. Okay, abgeflecht wird auch eine Möglichkeit. Und Dossier kriegt seinen dritten Frag in dieser Runde. Und da war es nur noch Makelov in der Action. Boah, keine Chance gegen Neo. Super Runde von Dossier im Gang. Wobei, nicht so richtig verstehe, warum sie da blocken offensiv. Weil, na gut, es war halt auch in so ein Doppel, also der hintere Spieler hat abgelenkt. Und Edward ist dann vorgehoppelt. Dann haben wir sogar mit der zweiten Eco. Hier auf die letzte Runde. Sehr, sehr gutes, ausgeglichenes Spiel gerade. Sehr gut auch zu sehen, wie Dossier und Neo, die beiden Aim-Maschinen, so vorgeschickt werden.
Diabe sollte eigentlich... Ach, schade. Jetzt wurde er noch gesehen. Und Overdrive ist schon da. Und macht's. 7 zu 7 der Ausgleich. Letzte Runde. Overdrive hat die Arme mitgebracht. Gibt sie sogar an... Hey, Fox steht leider hinten. Naja, wird sie doch nehmen. Ja, Dossier geht da auf First Track. Mit der Arme. In der Banane wahrscheinlich. Habe ich komplett am Großen mit einem Push in die Falsche. Krass. Also man riskiert den nochmal was in der letzten Runde. So, Markloff gestorben. Also sie haben da wahrscheinlich auf die Namen geachtet. Wer der gestorben ist, wissen genau, Markloff, B-Spieler. Und Starix, glaube ich, der Schieber. Boah, das muss so gewesen sein wahrscheinlich. Sehr schön reagiert. Unglaublich gut, taktisch. Sonst kam ja von der Banane auch nichts. Dennoch, Retake noch möglich. Equipment haben sie ja vielleicht noch ein bisschen, aber Romschke. Boah. Krasse Shots von Romschke und Dostia macht zum Place to Play, gewinnt sogar nach die Halbzeit. Und das trotz Pistol Loss. Aber dennoch, unglaublich starke, hochkarätige Halbzeit bisher. Schönes Match. Macht Bock auf mehr auf jeden Fall. Ah, und hier scheint es tatsächlich mal direkt im Anschluss weiterzugehen. So, wie ist das? Komm. So, mal schauen, ob Navi hier seine Pistolstärke weiterhin fortsetzt. Das macht es übrigens unglaublich schwer, gerade zu switchen, weil alle unglaublich durcheinander sind. Manchmal hat man das Glück, dass alle fünf Spieler nacheinander liegen. Das macht das Switchen wesentlich angenehmer. So unglaublich schwer hier. Und auf jeden Fall haben beide ein bisschen Infos gesammelt. Schönes Doppel. Jetzt die Flash-Fuß ins. Sehr schön. Und noch eine HE. Also da waren zwei Leute. Sehr gute Pisten bisher. Aber Navi hat noch viel HP. Und überrennen jetzt den Spieler am Emulate. Und wissen, dass Fox noch auf Spot ist. Und sie überrennen ihn jetzt. Smoke kommt. Ne, sie nehmen Gas raus. Oh, wichtiger Headshot von Zeus. Oh, aber Neo! Boah, perfekt von Neo, dass er da nochmal wegschiebt. Alter, was eine Pistole. Unglaublich gute Shots hier von beiden Seiten. Und Fox macht's. Krasse Runde von beiden. Aber warum geht Neo dann nicht auf den Spot? Er weiß doch eigentlich, dass Fox noch am B war. Ich glaube nicht, dass er so früh schon geschoben ist. Wobei Neo... Naja, also er konnte eigentlich nicht auf Spot sein. Schade, Mann. Aber die zweite Pistole geht am Place to Play. Ist zumindest von Pistols her ausgeglichen. Aber mir scheint es, als ob Placeplay wirklich immer besser, also wirklich, so wie es Neo in dem Interview gestern gesagt hat, dass sie wirklich von Map zu Map besser werden und ihnen das auf jeden Fall in die Karten gespielt hat, dass die Gruppenphase Best of 3 ist. Weil sie mit jeder Map einfach dazulernen, was die Kommunikation angeht, einfach damit Neo die Sachen besser beschreiben kann, die Sachen besser mitkriegt. Aber irgendwie rastet hier gerade Navi aus in der Glock-Echo. Edward im 1 gegen 2, allerdings nur Glock und keine Waffe, keine Bombe. Er tritt sogar eine... Ne, wollte ich gerade sagen, Weltreise, aber... Schade. Aber wow, drei Waffen verloren. Das ist nicht übel, sie werden auf jeden Fall kaufen, denke ich. Jo.
Bombe erste Runde ja nicht gelegt, zweite Runde auch nicht. Aber da man jetzt hier drei Waffen ausschalten konnte, will man Place the Blame natürlich direkt unter Druck setzen. Sollten sie die Runde gewinnen, müssten die Russen auf jeden Fall sparen. Also die Runde wird knapp. So, aber Navi schon unglaublich weit oben in den Rippen. Schauen wir uns kurz an. Place to Play schon zu viert am A. Aber nette Pose von Overdrive. Oh Gott, da hat er aber lang gebraucht, um abzudrücken. Boah, schöne Runde von Navi. Extrem schnell gespielt. Place to Play stand da irgendwie komisch oder hatten nicht viel Equipment zum Gegenflächen, um den Gore aufzuhalten. Na, wo ist Romschke am B? Ja, da ist es. Die Runde verlieren sie und Navi macht das einzig Richtige, gehen auf die Jagd, damit sich ja nicht gelegt werden kann. Senja bleibt noch bei der Bombe, später safe, damit er auch ja kein Ninja Diffuse durchkommt. Man weiß ja nie. So, da ist er gestorben und es muss die Eco sein. Außer sie riskieren extrem viel. Ach, Diegel. Aber wir alle wissen ja, wie krank diese Russen-Diegels sind. So, der Aufruf von Navi 221 ist wahrscheinlich der Anti-Eco-Aufbau. Mal sehen, ob wir den nachher auch nochmal sehen in der normalen Equip. Starix und Zeus contacten sich vor. Starix auch nur mit Glock. Finde ich auch gut, dass man da nochmal mittendrin so eine Glock-Eco einlegt, einfach um Geld zu sparen. Man braucht jetzt hier nicht 5 Waffen gegen Eco. Solange man da wirklich kontrolliert vorgeht und das gut einstudiert. So, merken jetzt, dass da Probleme herrscht, auf den B zu kommen. Und kommen jetzt super easy auf den A rauf. Markelov nimmt da beide mit, den zweiten hat er noch abgestaubt. Und die restlichen beiden kriegt er auch noch. Schöne Eco-Cobra von Markelov. Navi mit der Anschlussrunde. Okay, keine Doppel-Eco. Man will es hier echt mit Farmast entscheiden. Okay, nur Fox am B. Ich glaube, er hat M4, sonst würde er nicht so move. Und Dossier hat sogar eine AWP. Im Has. Also, sie riskieren hier schon was. Spekulieren direkt am Anfang. Fox aber macht auch das einzig Richtige. Holt sich die Infos. So, wird jetzt zurückgedrängt. Die Frage ist, ob es Dossier veranlasst zu schieben. Boah, krass, er schiebt nicht. Und das sieht fast so aus, als ob Navi das weiß. Das Place to Play gern mal 1-4 weiterhin spielt, auch wenn man da B zurückdrängt. Und Fox muss jetzt schon die Imba-Shots auspacken und die kommen sogar fast. Zwei nimmt er mit, das Minimalziel auf jeden Fall erreicht und das mit Famas zu schaffen, ist schon nicht ohne. Navi ist auf dem Spot, hat die Unterzahl, aber Vorteil liegt noch bei Navi. Sie haben 4 HP. Da bedankt sich Zeus auch. Und sie sind früh da, können Seitengang einnehmen. Es wird aber geblockt von Edward. Perfekt gemacht von ihm. Schade, dass er nur einen nimmt. So, Overdrive braucht richtig lange. Das gefällt mir gar nicht. Er braucht da zu lang für meinen Geschmack. Ja, Starix kriegt noch einen im Sandkasten. Und jetzt, wo bleibt Overdrive? Er steppt jetzt auch noch. Boah, jetzt hat er auch noch Bad Timing. Oh Mann. Die Runde geht meiner Meinung nach auf Overdrive. Da holt Fox schon unglaublich gute Hautshots, gute Shots
Boah, da haut Shots unglaublich gut raus. Da haut Fox unglaublich gute Shots raus. So. Aber Overdrive einfach zu lang gebraucht. Aber natürlich auch gut gemacht von Edward. Weiß genau, Kontrolle im Seitengang ist super wichtig in so einer Unterzahlsituation. Damit sie nicht in die Zange genommen werden können. Somit der Ausgleich. 10 beide. Place to play muss erneut sparen. Hui. Das hier konnte sich eine Arbe leisten. Das ist interessant. Oh, da habe ich was verpasst. Nee, er hat sie doch gesaved, na klar. Sorry. Ah, gab's einen Boost bei Edward auf die Mitte. Nochmal Banane wird eingenommen. Senja steht gut. Macht das hervorragend. Erste Mal, dass er im Scoreboard, glaube ich, in dem Team auch oben steht. Aber vielleicht braucht er einfach die guten Gegner, damit er glänzen kann. Ich meine, taktisch spielt er eigentlich nie schlecht. Eigentlich vielleicht doch einer der wichtigsten Spieler im Team. Was die taktischen Entscheidungen angeht. Schade, fast einen Quickshot gehittet. Aber Navi geht wieder in Führung. Und Fox spielt auch als CT-Nerve. Wird aber nicht zum Tragen kommen. Navi baut wieder komplett über falsche Mitte auf. Wurde wieder dort geboostet. Ah, sie drängen da auf jeden Fall wieder B zurück. Also Fox ganz entscheidend jetzt. Wichtig, dass er den ersten macht. Boah! Schöne Habe-Action. Und die dritten auch noch. Alter, krasse Runde von Fox. Auch Senja mit einem. Und Sand wäre frei. HP stimmt auch noch. Und es ist auch Overdrive am Spot, aber Neo lebt noch. So, gehen jetzt doch beide über Action. Schöne Pose von Neo. Boah, sie schieben echt nochmal rüber. Sie haben auch die Zeit. Perfekter Fake. Vielleicht kann Fox sogar sein Ace machen. Fox mit dem vierten. Komm schon, AWP Ace. Holt's dir, Fox. Komm schon. Ach, räumlich geklaut. Schade. Hätte ich ihm gegönnt. Unglaublich starke Runde von ihm. Place to play wieder mit dem Ausgleich. Wenn die erste Map schon so krass hin und her läuft, dann könnte das ein langes Best of Three werden. So, wieder ähnlicher Aufbau. Das hier hat er sogar noch mit dem Bego gerechnet. Aber Romschke am Anfang zum Support, schiebt jetzt wieder rüber. Navi mit dem exakt selben Aufbau werden jetzt wahrscheinlich Banane wieder zurückdrängen. Und Navi ist so klug, um das nicht nochmal so zu machen. Und Fox ist natürlich auch so klug und steht auch nicht nochmal dort. Sondern steht wieder ein bisschen anders. Und jetzt kommt es wieder auf ihn drauf an. Aber wenn da jetzt ein Flash kommt, er verschießen muss. Boah. Da springt er durch. Oh Mann. So gut, wie sie ihn da aus dem Spiel nehmen. Aber Romschke muss schieben. Sie gehen B. Plastic hat den Riecher nicht. Sie haben ja aber auch keine Kontrolle. Nirgends. So, Romschke kann jetzt was ansagen. Die Frage ist, was er ansagt. Dossier ist am Schieben. Granaten kommen aber, so wie ich Navi kenne,
können sie das auch noch als Fake aufziehen. Da wird nur Edward durchgeschickt. Da wird geguckt, was er machen kann. Und er kann keinen machen. Boah, jetzt ist die Runde verloren fast. Starwix gegen 3. Er hat gerade nur ein 1 gegen 1 gegen Romschke. Die Bombe liegt da am Hof. Muss er picken. Vielleicht kommt er noch zum Plant. Komm, leg doch die Bombe. Oh, schöner Schuss. Anscheinend haben sie doch genügend Geld. Also ich hätte die Bombe eher gelegt. Also wenn sie jetzt nicht kaufen können, dann würde ich ihn schlagen. Und sie warten lange. Also ich hätte auf jeden Fall die Bombe gelegt. Damit man hier hundertprozentig nochmal kaufen kann. Dachte ich als wichtiger als noch ein CT außenspiel ziemlich. Ich meine, 1 gegen 3 kann man holen, aber nicht in der Situation. Nicht, wenn die CTs schon so nah sind, Bombe nicht gelegt und er auf Spot ist. Anders ja, aber so nicht. So, auch sehr interessant dieser Aufbau, dieser Damage-Aufbau. Man bankt da lange Zeit den Döner ins Haus. Edward geht direkt vor, um zu gucken, ob da CTs sich schlecht zurückdrängen und von den Banks gehittet wurden. War nicht der Fall, somit hat man jetzt eigentlich schon mal die Info, dass Haus nichts offensiv ist. Und den Aufbau kennen wir ja mittlerweile bei Place to Play. Fox wird da diesmal nichts zu tun bekommen. Overdrive wieder an der Posi. Neo natürlich am Has. Boah. Kassieren In-City-Frags. Und auch Neo kann da nicht mehr viel machen. Und sie wollen's. Sie warten tatsächlich noch ab. Boah, jetzt Overdrive gestorben. Jetzt Posi auch von Fox bekannt, also können sie easy drauf fahren. Schöner Schuss direkt hinterhergegangen, aber wer ist zur Stelle? Sieht nach Zeus aus. Krasser Schuss. Also Fox. Ich würde jetzt echt gerne nochmal eine AWP-Map sehen. Also nicht AWP-Maps, sondern Retrain oder irgend sowas. D2 oder so. Um einfach zu sehen, ob er dort genauso krass unterwegs ist. Aber erneut der Ausgleich. 12 beide. Russen müssen wieder sparen. Entscheiden sich diesmal dafür, Alarmat zu sein. Also Navis T-Spiel gefällt mir wirklich unglaublich gut. Das erinnert ein bisschen an ihr altes Level. Was sie 2010 hatten. 2010, 2011. So, diesmal keine Waffe verloren. Wirklich unglaublich kontrolliert das Ganze. Navi wieder mit der minimalsten Führung. Fox leider nur mit Famas, also für eine Arme reicht sie nicht mehr. Eine sehr entscheidende Runde jetzt. Place to Play wird nicht mehr viel Geld haben. Scheinen da direkt mit einnehmen zu wollen. Wie Neo das handelt. Boah. Kommt da zu tun. Place to Play jetzt erst am Umbauen. Und wieder ein Fake. Und Edward ist durch. Boah, aber Neo. Muss auf Neo bleiben. Ah, Edward hat. Ich kann mir vorstellen, dass Neo das angesagt hat, aber Fox wird das irgendwie nicht verstanden haben oder so. Und B ist komplett frei. Boah, also Navi, richtig, richtig geile Fakes. Die spielen so gut. Ist auch, man sieht, fällt auch, dass es auch immer Edward ist, der da allein irgendwo hingeschickt wird. Die Smokes liegen aber auch so gut, so perfekt einfach. Ui, aber irgendwie fallen gerade die Frags. Ich habe keine Ahnung wo. Boah!
Schön gepusht. Boah, da hätte sich vielleicht nochmal zurückziehen müssen. Boah, Starix. Alter, krass. Wie konnten sie die Runde noch drehen? Was hat Navi denn da veranstaltet? Die Runde war ja mal sowas von gewonnen. Nach so einem unglaublich guten Fake. Krass. Hab mich schon gewundert, wo auf einmal die ganzen Fracks herkommen. Aber Romschke auch eine super Entscheidung, da nochmal da vorzupuschen im Seitengang. Alter, also wenn das mal keine Overtime gibt, dann weiß ich auch nicht. So, Neo hört die Steps. Muss ja erstmal zuordnen. Boah, schade. Aber gibt immer einen Headshot und schnell geht's Gang raus. Klappt bisher gut. Boah, sauber für Marklov. Und Romschke und Fox. Eine FAMAS, was hat Fox? Eine M4 immerhin, aber... Ich meine, Senja und Starix Low, eine gezielte HE. Weil sie stehen halt auch nicht beieinander. Boah, Marklov jetzt auch low. Also die HP-Zahlen sind wirklich krass. Ahne schlimme ist, dass Place to Play dadurch broke ist. Wir werden es gleich sehen. Und wenn sie es sind, ist die Frage, ob sie auf Draw gehen oder... Ne, es werden Waffen gelegt. Sie wollen hier nicht auf das Draw spielen. Die Sache ist, einen richtigen Hauspush oder so können sie eigentlich gar nicht spielen, weil Navi immer diesen Bang-Aufbau hat. Man könnte vielleicht mal, also Banane vorschleichen wäre das Perfekte eigentlich. Banane zu dritt vorschleichen. Schade, dass sie auf sowas nicht kommen. Weil Navi ist da sehr lange nur allein mit Starix und Zeus. Man wäre jetzt ungefähr unten, wenn man das mit Flechts einnimmt. Also da kann man gut Damage machen und Zeus und Starix Stick aus dem Spiel nehmen. Man hätte die Bombe Runde fast safe. Ah, na gut. Sie entscheiden sich hier weiterhin defensiv zu spielen. Overdrive ist schon wieder auf der Posi. Neo, glaube ich, auch nur mit Deagle. Steht da auf Kopfflashes. So, und wieder perfekte Entscheidung von Navi. So, B zurückgedrängt. Senja... Guckt, ob da ein bisschen was am Pushen ist. Ob sich die CTs Infos wiederholen. Was sie nicht tun. Fox weiterhin allein. Und wenn er da jetzt nicht 3 macht. Wobei Navi hat vorhin auch schon so ein... sowas Blödes abgegeben. So, sehr gut. Einen macht er. Die Fläche hat ihn jetzt nicht mehr geblendet. Schöner Laufweg von Fox. Komm schon, den musst du haben. Hat er aber nicht. Romschke versucht sie wieder zu entscheiden. Schafft es leider nicht. Das ist hier ein wichtiges Duell in der Banane jetzt. Boah, zwei, die zielen gerade nicht. Oh, krass. Wenn er dann Step weiter ist schon, dann hat er vielleicht sogar beide. Aber Starix teilt Gesichter aus. Und Navi hat das Draw sicher. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Also am Ende Navi doch ein Ticken besser. Treffen da immer unglaublich gute Entscheidungen. Und auch die richtigen Entscheidungen halt. Weil man sagen muss, Place to Play fehlt einfach die Kontrolle. Wie gesagt, B-Push hätte mir unglaublich gut gefallen. In der letzten Runde B-Contact. So, vielleicht mit einer Timing-Flash. Ach, schade. Da stimmt das Timing nicht. Ach, Fox nimmt auch noch einen. Waffe wird sogar da reingedroppt. Das sieht nicht gut aus. Für Navi allerdings umso mehr. Boah, schöne Gegenflash. Also Navi, so unglaublich gut. Kann man wirklich nur loben am laufenden Band. Sehr gut runtergespielt. Retten sich somit die erste Map. 16-13, dennoch eine sehr gute Vorstellung für Place to Play. In der Map, in Map-Win haben sie auf jeden Fall verdient. Und ich bin gespannt, was wir als zweites sehen. Über Nuke würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber jede andere Map ist mir auch recht. Außer vielleicht Train. Wir sehen uns wieder in wenigen Minuten. Bis gleich.